Willkommen bei Natureholic und Garnelio. Heute geht es um Clitons sauvalbianum, die ihr Verbreitungsgebiet von Japan über die Philippinen, Indonesien bis hin nach Indien hat. In den Handel kommen sie als fancy Geweihschnecken, aber es ist so, dass diese Art gar kein Geweih hat oder keine Hörnchen hat. Die Tiere sind sehr variabel in der Färbung, in der Musterung sowieso. Manchmal werden sie sogar im Handel selektiert nach Farbe, aber eigentlich gehören sie alle der Art Clitons sauvalbianum an. Die Färbung und die Musterung hängen natürlich auch von den Wasserverhältnissen ab. Es ist so, dass in ihrem Habitat je nach Beschaffenheit oder der Parameter des Wassers die Schnecken auch eine andere Färbung aufweisen können. Da sie von Japan bis nach Sri Lanka und Indien verbreitet sind, kann also die Färbung der Art sehr stark variieren, was ihre Artbestimmung nicht gerade einfach macht. Sie lebt in der Natur in den Mündungen kleiner Becher im indopazifischen Raum, im Süßwasser. Sie bleibt mit maximal 2 cm Gehäusegröße recht klein. Diese Schnecke ist zwar zweigeschlechtlich, wobei das Geschlecht sich von außen aber nicht erkennen lässt. Die fancy Geweihschnecke ist ein unermüdlicher Algenfresser und ernährt sich hauptsächlich von feinem Algenaufwuchs und anderen Biofilmen und Belägen im Aquarium. Auch braunes Herbstlaub weiden sie gerne ab. Sie halten die Aquarienscheiben also blitzblank und fressen Algen auch von Pflanzen, wie man auf diesem Video hier sieht, und auch von der Dekoration. Für diejenigen unter euch, die sich für Süß- und Brackwasserschnecken interessieren, haben wir bei Natureholic einen Ratgeber zusammengestellt. Den kann man auf der Garnelio-Homepage downloaden.